Seinen Freund und einstigen Mitstreiter Superman in die Phantomzone zu verbannen, war für John Jones schwierig, aber auch unumgänglich. Als sich das One-Earth-Regime bildete, hatte sich der ewige Außenseiter John dazu entschlossen, das Ganze aus der Ferne zu beobachten und den richtigen Moment abzuwarten. Er nahm die Gestalt eines Atlantas an und diente als königlicher Archivar. Aquaman ahnte nicht, dass die verblüffenden Fähigkeiten zum Sammeln von Neuigkeiten aus der Oberflächenwelt von telepathischen Kräften herrührten. Als John davon erfuhr, dass Helden aus einer Paralleldimension Batmans Aufstand unterstützten, half er ebenfalls und leitete nach Supermans Amoklauf Rettungsaktionen in Metropolis und Gotham. Während der Ära nach dem Regime diente der Martian Manhunter weiterhin seiner neuen Welt, indem er die nächste Generation von Helden heranzog, um eine neue Justice League zu bilden.